Alles klar. Markus Janowitz von der GBB Remscheid, ich hätte ein Thema für Sie, Schuluniform. Was würden Sie dazu sagen? Ja, finde ich eigentlich in Ordnung. Finde ich zu einfach, die Sache. Dieses lange Stehen morgens im Kleiderschrank fällt weg, ne? Man weiß, was man anzieht, fertig. Dankeschön. Aber was, wer sollte denn die Kosten tragen für die? Ja, ich denke man selber, ne? Ist schon in Ordnung, denn irgendwie muss man ja was anziehen, ne? So oder so. Dankeschön. Tschüss, schönen Tag noch. Bin ich da? Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Ich würde Sie gerne zum Thema Schuluniform befragen. Was halten Sie davon? Ja, ist mir eigentlich egal. Ja. Und Sie? Ja, ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es auch jetzt nicht so, wie man müsste. Alles klar, danke schön, okay. Das reicht schon. Jo, noch da. Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Ich habe ein Thema für Sie von wegen Schuluniform. Was halten Sie davon? Ja, finde ich gut. Warum? Ja, weil alle die gleiche Kleidung dann anhaben und ja, finde ich schöner. Alles klar. Und wer sollt ihr denn dann zahlen? Stadt. Alles klar, danke schön. Okay. Schönen Tag noch. Mein Name ist Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Ich habe ein Thema für Sie, das heißt Schuluniform. Was sagen Sie denn dazu? Ich finde das gut. Warum? Warum? Damit die Gehässigkeit weniger wird. Leute, die kinderreich Familien haben, die haben halt nicht so viel Geld für die Markenklamotten und die Kinder werden dann gehänselt. Und wer sollte denn dann zahlen? Der Staat. Nee, warum? Dankeschön. Haben Sie eine andere Meinung? Dann würde ich Sie ja gerne auch noch. Schon in Ordnung. Aber die Klamotten sollte aber auch jeder selber bezahlen. Warum soll die Allgemeinheit dafür aufkommen? Wir sind auch zur Schule gegangen. Bei uns war zwar keine Schuluniform, aber wir mussten auch für unsere Sachen aufkommen. Alles klar, das war's dann schon. Dankeschön. Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Von uns allen aber. Komm, geht mal einen Schritt zurück. Kurz vor. Das ist Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Ich würde Sie gerne zu dem Thema Schuluniform befragen. Was halten Sie davon? Nix. Gar nichts. Nein. Warum? Weil... Also eine Schuluniform ist ja dafür da, dass man nicht sieht, wie reich einer ist und so, ne? Aber als wenn man das nicht so auch anders mitkriegen würde, wie reich oder arm jemand ist. Deswegen, also ich finde es einfach Schwachsinn. Alles klar, danke schön. Andere Meinung vielleicht? Also ich bin auch der gleichen Meinung. Also ich fände es manchmal eigentlich ganz besser, also ziemlich gut, wenn Schuluniformen eingeführt werden würden. Weil wenn man sich überlegt, es gibt Mädchen, die laufen wirklich im Sommer mit einem Minirock rum, der gerade mal so dick ist wie ein Gürtel. Also ich weiß nicht. Ich meine, ich finde es nicht störend für mich, aber ich finde, es sieht schon ziemlich schlampig aus. So kann man vielleicht in die Disco gehen, abends weg, aber nicht in die Schule. Wer sollte denn die Schuluniform dann zahlen? Schule? Ja, ich denke mal auch die Schule oder halt von den Steuergeldern. Also ich fände es auf jeden Fall besser, weil es oft auf den Schulhöfen ist halt auch Krieg. Deswegen, ja, weil du hast keine Markensachen an hier und deswegen. Dankeschön. Ja. Tschö. Mein Name ist Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Wir wollen Sie zum Thema Einführung der Schuluniform befragen. Was halten Sie davon? Eigentlich nichts. Überhaupt nichts, nee. Warum denn? Warum? Also, ich erinnere mich so an England und da habe ich irgendwie schlechte Assoziationen dazu. Alles klar. Dankeschön, das reicht schon. So, mein Name ist Theresa, kommt von der GBB aus Remscheid und wollte mal fragen, was Sie gegen Schuluniformen haben. Ich habe nichts gegen Schuluniformen. Ich würde das sogar befürworten, dass sie eingeführt werden. Warum? Und dann sind die Klassenunterschiede nicht mehr so. Dann werden die, die sich die teuren Sachen nicht leisten können, werden die nicht mehr so fertig gemacht von anderen Mitschülern. Dankeschön, das war es auch schon. Theresa, und ich wollte fragen, ob du was gegen Schuluniformen hast. Nee, eigentlich nicht. Und warum nicht? Ja, dann laufen alle gleich rum und keiner wird mehr gehänselt wegen seinen Anziehsachen. Okay, danke. Ja. Ich wollte fragen, ob du was gegen Schuluniformen hast. Nö. Warum nicht? Na, warum weiß ich. Ein Rund. Keine Ahnung. Dann würde es keine Unterschiede geben zwischen Marken und so. Marken. Keine Ahnung, ja. Okay, danke. Okay. Was? Okay, mein Name ist Terrell, komme auf der GBB und wollte fragen, ob Sie für oder gegen Schuluniformen sind. So, mir ist das an und für sich egal, ich gehe nicht mehr zur Schule, aber... Vielleicht wegen den Kindern? Ich sag mal nein. Nein?
Nein. Warum? Bin ich dagegen. Warum? Weil das in meinen Augen zu militärisch ist. Ach so. Und was ist mit Ihnen? Ich bin dafür. Und warum? Weil ich es besser finde, wenn sie alle gleich angezogen sind, weil dann die Jugendlichen nicht mehr so auf die Marken orientiert sind, ne? Ich fände das also unheimlich toll. Und wer sollte das bezahlen? Ja, die Eltern natürlich auch mit. Ne? Müssen das mitfinanzieren, klar. Dankeschön. Schön. Okay. Mein Name ist Therese und ich komme aus der GBB und wollte fragen, ob Sie was gegen Schuluniformen hätten. Nein. Warum? Warum? Dann gibt es kein Theater mehr. Der eine hat eine bessere Bluse an und der andere hat eine schlechtere Bluse an. Und der Arme, der eine schlechtere, der wird nicht mehr so angeguckt von den anderen Schülern. Und von wem soll es bezahlt werden? Ich habe jetzt im Fernsehen gesehen, dass es da Unterschiede gibt. Noch nicht mal eine, ich glaube in Hamburg war das, keine normale Uniform, sondern man kann in Blau mit Weiß, also da ist jeder in der Lage, ein anderes weißes T-Shirt oder eine andere blaue Hose oder einen blauen Trainingsanzug, dass man sowas macht, nicht jetzt einheitlich denselben Schlips umziehen, nee, so. Dankeschön. Schön. Mein Name ist Therese und komme aus der GW und wollte mal fragen, ob du was gegen Schuluniform hast. Nee, eigentlich nicht. Und warum nicht? Also in England, finde ich das schon ein bisschen besser. Also wenn ich in England wäre, da hätte ich trotzdem die Uniform getragen. Nein? Doch. Cool, okay, danke, tschüss. Tschüss. Hallo, mein Name ist Theresa, komme aus der GBW aus Remscheid. Ich wollte fragen, ob Sie was gegen Schuluniformen haben. Nein. Warum? Ich finde, es würde den Markenausgleich bei uns vielleicht so reduzieren und das Mobbing an Schulen würde sich auch reduzieren dadurch. Und von wem soll die Schuluniform bezahlt werden? Natürlich von jedem selbst, weil sonst müsste man sich ja auch Klamotten holen und so, kein Plan. Okay, danke für den Interview. Mein Name ist Theresa, komm aus GBW Remscheid. Wollte fragen, ob du was gegen Schuluniformen hast. Ja. Warum? Naja, jeder sollte selber entscheiden sollen und können, was er trägt und was nicht. Okay, danke, das war's auch schon. Mein Name ist Markus Janowitz von der GBW Remscheid. Ich habe eine Frage zum Thema Schuluniform. Was halten Sie davon? Scheiße. Warum? Ja, weil es totaler Schwachsinn ist. Ist aber so. Trotzdem Dankeschön für so eine blöde Meinung. Tess? Mein Name ist Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Was halten Sie von Schuluniformen? Also ich bin dagegen. Warum? Ja, weil man anders auch seinen Charakter ausdrücken kann als so mit Schuluniformen und sowas. Also man präsentiert ja seinen eigenen Style damit und so. Und wenn dann so Schuluniformen getragen werden, ich finde, da fehlt irgendwie was. Wunderbar, Dankeschön. Tschüss, schönen Tag noch. Mein Name ist Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Ich würde Sie gerne zum Thema Schuluniformen befragen. Ja, soll ich auch meinen Namen sagen? Soll ich meinen Namen sagen? Egal, ich fange mal an. Uniform ist richtig scheiße. Ja, passt nicht zu jedem hier. Es gibt ein paar Germanen, die so ein bisschen nicht gut sind. Warte. Ja, aber einerseits ist das auch gut. Manche haben keine Markensache und die anderen sind so ein bisschen eben halt neidisch. Darum streiten man sich manchmal. Ja, das war jetzt aus, das ist vorbei. Alles klar, dankeschön. Ist okay? Mein Name ist Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Wir haben eine Umfrage zum Thema Schuluniform. Ja, sehr schön, bin ich dafür. Warum? Wegen den ganzen Markenklamotten und weil die Leute, die es nicht haben, ausgeschlossen werden. Alles klar. Wer sollte denn dann zahlen, die Schuluniform? Der Staat. Richtig. Alles klar, das war's schon. Dankeschön. Tschö. Mein Name ist Markus Janowitz von der GBB Remscheid. Ich habe ein Thema für Sie, das heißt Schuluniform. Was halten Sie davon? Eine sehr gute Sache. Warum? Pause. Aus sozialen und pädagogischen Gründen. Es ist besser, wenn alle gleich rumlaufen, anstatt arm und reich, die Differenz noch größer wird.
Wer sollte denn dann die Schuluniformen zahlen? Das könnte man normalerweise aus den Stadtkassen rausziehen. Es ist sowieso viel zu wenig verstaatlicht. Alles klar, das reicht schon. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Christine Larisch von der GBB Remscheid und ich hätte eine Frage an Sie. Was halten Sie von Schuluniform? Scheiße. Warum? Weil es ekelhaft aussieht. Okay, dankeschön.